Das mal gleich vorweg. Ich habe harte Verhandlungen mit meinem Chef geführt, weil ich gesagt habe, heute ist das Wetter so schön, lass mich doch mal bitte gehen. Ich will einfach einen Tag frei haben. Da hieß es nix da. Habe ich ihn aber davon überzeugen können. Wir machen ein ausführliches Video vom Gewitterrisiko über das normale Wetter bis hin zur erweiterten Mittelfrist. Und dann hat er mal ein Auge zugedrückt. Zwinker. Grüße Sie und grüße euch. So, und zwar so geht Sommer, wie es gestern schon war und wie es heute sein wird. Allerdings wird das Schauer- und Gewitterrisiko dann ab morgen Nachmittag im Südwesten zunehmen. Und hier im Nordosten hat die Melanie das Foto an der Ostsee gemacht. Nicht nur ein Foto, sondern auch ein ganz schönes, beruhigendes Plätschervideo der Wellen. Das sehen wir dann am Schluss. Wir haben ein sehr hohes Gewitterpotenzial und das ist von heute Abend. Keine Panik, da wird nichts passieren. Es passiert gar nichts. Es bleibt sonnig, aber wir haben dieses Potenzial da und das baut sich vor allen Dingen über Frankreich auf und das verschwindet ja nicht. Das ist morgen auch da, schrumpft so ein bisschen zusammen, liegt dann von Frankreich über den Süden Baden-Württembergs bis an den oberbayerischen Alpenrand und da ist so ein kleiner Knick drin, eine Delle im Süden Badens und die wird am Abend dann größer werden. Und warum kommt die Delle, warum wird die größer, warum wird das Potenzial abgebaut? Weil es sich sozusagen austobt in Form von Schauern und kräftigen Gewittern, die morgen Nachmittag und am frühen Abend rund um die Schweiz, dann Richtung Vogesen, im Süden Baden-Württembergs, im äußersten Westen Österreichs und in Südtirol aufkreuzen und dann im Laufe des Abends weiter nach Nordosten ziehen, mit der Gefahr eben von sintflutartigen Regenfällen, Hagel, Sturm und zum Teil auch Orkanböen. Fassen wir das nochmal zusammen. Da zieht morgen Abend von Südwesten her ein Gewittergebiet heran. Das breitet sich zwar nordwärts aus, zieht aber größtenteils von West nach Ost und sintflutartiger Regen. Ich kaufe ein R dazu und Sturzregen wird es geben und an der Böenfront drohen Orkanböen. Das heißt, diese Gewitterzelle baut sich auf. Das ist ja dieses Monster, das dann am Horizont entsteht und mit der Böenwalze drohen lokal schwere Sturm- und auch Orkanböen. Da können wieder Bäume umstürzen, da kann es größere Schäden geben. Das ist nicht zu unterschätzen. Das Ding im Südwesten nach Einbruch der Dunkelheit etwa 2-3 Stunden danach, 23, 24 Uhr, wird es über Mitte Bayerns sich dann deutlich abschwächen. Man erkennt dann am westlichen Horizont noch das Wetterleuchten. Dann haben wir noch den Donnerstag, da haben wir in der Mitte und im Süden teilweise kräftige Gewitter mit der Gefahr von sintflutartigem Regen, Hagel und Sturmböen. Die sind aber nur örtlich und nicht so wahnsinnig verbreitet, nicht so strukturiert wie das ganze Morgen. Wird es aber doch in einigen Regionen geben. Dann haben wir am Freitag einzelne im Süden und im Alpenraum einige Gewitter, die entstehen. Die sind aber lokal und nicht so wuchtig wie die an den Vortagen. Und mit dem Durchzug einer Schauer- und Gewitterfront am Samstag wird es dann auch Schauer und Gewitter geben, die mal kräftiger ausfallen können. Das sind aber keine so großen Unwetter. Natürlich können da mal Äste abbrechen, vor allen Dingen kommt aber Wind dazu und eine Abkühlung. Und in Alpennähe wird es im Vorfeld der Front dann eben auch vermehrt Gewitter geben und dann zieht die Front eben durch und dann ist das Ganze vorbei. Soweit zum Thema Gewitter und Unwetter in den nächsten Tagen. Und jetzt schauen wir uns mal die Ensembles an. Die Entwicklung der Temperaturen, also der Luftmassentemperaturen in 1500 Meter Höhe. Wir beginnen an der Nordsee in Amsterdam. Rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Berechnungen. Unten sind die Niederschlagssignale. Die nächsten Tage sind leicht überdurchschnittlich, so gut wie kein Regen. Und dann geht es so ein bisschen runter, nochmal rauf und dann runter. Und wir taumeln um das langjährige Mittel herum. Ein großer Cluster ist dabei, der sich hier sogar in den leicht negativen Bereich schmiegt. Und einzelne Läufe, die gehen ganz, ganz, ganz weit nach oben. Rund ein Viertel, aber die ziehen das Mittel nach oben und das sind eben die Feuchtkühlen dabei, die dann auch Regen bringen würden. Da könnte sich dann in der zweiten Augustdekade in Sachen Tiefdruck was tun. Das europäische ECMWF-Modell sieht das zumindest mal für Amsterdam exakt genauso. Wir gehen weiter in den Südosten, in die Alpen und nehmen Salzburg. Die nächsten Tage anfangs noch trocken und heiß, dann gibt es die Abkühlung mit Schauern und Gewittern, dann nochmal eine Erwärmung und in diesem Falle würde die Erwärmung beendet werden mit kräftigen Gewittern. Danach auch so um das langjährige Mittel herum mit einem kühlen und einem sehr warmen Cluster, aber immer wieder mit Schauern und Gewittern nach dem amerikanischen Modell und das europäische Modell.
macht es insgesamt ein bisschen wärmer, aber auch wechselhaft. Und ein Ensemble haben wir noch dazu. Das wurde immer und immer wieder gefragt oder drum gebeten, weil es ja in Kroatien unter anderem sehr heiß war und ist. Und ob das so weitergeht. Jo, geht es. Das ist das Ensemble für Pula. Wir haben auch hier weit überdurchschnittliche Temperaturen. Wir starten ja hier auf einem höheren Niveau als bei uns in Mitteleuropa. Dann geht es kurz mal runter. Das ist, wenn die Kaltfront durchgezogen ist. Die wird uns auch hier leicht tangieren. Und dann geht es erneut rauf mit den Temperaturen. Und erst Richtung Mitte August geht es langsam in Richtung langjähriges Mittel. Und erste Läufe sind dabei, die dann mal Schauer und Gewitter bringen würden. Aber alles in allem bleibt es hier hochsommerlich heiß. Nach dem amerikanischen und nach dem europäischen Modell. Und das ist auch stellvertretend für den Mittelmeerraum. Da bleibt die hochsommerliche Hitze erhalten. Schauen wir auf die Niederschläge nach dem europäischen ECMWF-Modell. Da gibt es in der Mitte und im Süden nennenswerte Niederschläge, sonst nur ein bisschen was. Das sieht eher in den nächsten 10 Tagen aus wie Muckenschiss. Im Verlauf des, also das amerikanische Modell macht es genauso, südlich von Main und Mosel der intensivste Regen, besonders in den Alpen, ansonsten wenig. Und rechnen wir dann nochmal 6 Tage drauf. Und da sind wir immerhin beim 14. August. Da kommt im Süden einiges dazu und im Norden ein bisschen was. Das heißt, die Nordhälfte wird in den nächsten rund 2 Wochen etwas stabiler sein. Nicht unbedingt viel wärmer, aber aufgrund eben der Wetterlage gibt es hier weniger Regen als im Süden, wo immer wieder die Heißluft rüberschwappt, die dann feucht ist mit Schauern und Gewittern. Gestern, Regen hatten wir keinen mehr oder so gut wie keinen, hatten wir 14 Stunden deutschlandweit gemittelt Sonnenschein. Einer der sonnigsten Tage des Jahres bisher. Die Tiefstwerte lagen bei 5 Grad im oberen Erzgebirge, 17 Grad waren es im Südwesten. Die Höchstwerte bei 19 Grad im oberen Erzgebirge und 30 Grad im Südwesten. Das war relativ kühl im Vergleich zu heute. Da wölbt sich nämlich so richtig große Hitze aus dem Mittelmeerraum nordwärts aus. Im äußersten Norden Europas, da ist etwas niedrigeres Geopotenzial, haben wir nicht. Nichts mehr mit am Hut, das ist so richtig warm, was da kommt. Und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe gehen im Süden Deutschlands und im Alpenraum auf um und über 20 Grad. Sehr fluffige, heiße Luft, die da kommt. Die wird kurzzeitig abgebaut. Am Samstag sind wir so halb dazwischen, nicht mehr ganz so extrem warm, aber trotzdem noch warm. 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Von Westen kommt aber kühlere Luft herangezogen, auch nur vorübergehend, ehe sich das Ganze dann nochmal aufbauen wird. Und hier haben wir die minus 10 Grad Isotherme, die über Mitteleuropa liegt, in 5,5 Kilometer Höhe, steht für Stabilität. Die Labilität ist auf dem Atlantik und auch in 1500 Meter Höhe gehen die Temperaturen noch mal rauf. Das heißt, die Hitze, die wir jetzt dann haben werden, wird abgebaut in schwülwarme Luft und dann in der nächsten Woche noch mal aufgebaut, um vielleicht dann wieder zu verschwinden. Schauen wir uns am Ende an. Der heutige Tag ist einfach nur edel, er ist wunderschön. In einigen Regionen ist es wolkenlos, sonst gibt es ein paar dünne, hohe Wolken und auf der Alpen-Südseite mal die ein oder andere private Quellwolke, die lokal minimal ein Schauerrisiko auslösen kann, aber ist nicht der Rede wert. Die Temperaturen liegen bei 27 bis 35, im Südwesten bei bis zu 36 Grad. Mit auflandigem Wind an der See sind es 20 bis 26 Grad. Sonnenbrand, Sonnenstichgefahr enorm hoch, weil die Luft einfach super klar ist. Wind ist kein Thema heute. Der Mittwoch bringt uns morgen gegen Abend dann, wie schon erwähnt, eben die Schauer und Gewitter. Die ersten Schauer und Gewitter sind wahrscheinlich schon tagsüber im Westen unterwegs. Die werden sich später wieder auflösen. Und auch rund um NRW sind ein paar kompaktere Wolken mit einem leichten Schauerrisiko. Drumherum viel, viel Sonnenschein. Am späteren Nachmittag und Abend ziehen diese leichten Schauer aus NRW weiter über Thüringen Richtung Sachsen und Brandenburg, aber auch nur ganz, ganz, ganz wenig Regen, der hier fällt. Das ist so die Grenze zu der Heißluft. Das sind so ein bisschen Warmfrontbewölkung. Im Südwesten tauchen dann die teils schweren Schauer und Gewitter auf, sonst bleibt es sonnig. Mit auflandigem Wind an der See 18 bis 26 Grad. Gerade auf Sylt ist das doch recht frisch im Nordwind, aber einfach wunderbar klare Luft. Ansonsten geht es rauf auf 27 bis 35, im Osten Österreichs auf bis zu 36 Grad. Auch im Schweizer Mittelland, je nachdem wie lange die Gewitter brauchen, kann es auf 36 Grad zum Beispiel rund um Zürich raufgehen. Aber ob das jetzt 35 oder 36 sind, es ist sehr heiß. Der Donnerstag bringt am Vormittag einzelne Schauer, die Reste aus der Nacht. Im Laufe des Tages entstehen dann wieder Schauer und Gewitter, das haben wir eben besprochen. Im äußersten Westen kommt dann wieder die Sonne heraus und im Norden bleibt es sonnig. Wir haben Nordwestwind und der sorgt dafür, dass es an den Küsten relativ kühl bleibt. Im Bereich der östlichen Mittelgebirge bei Schauer- und Gewitterregen auch. Ansonsten haben wir schwülwarme 23 bis 29, in der Schweiz bis zu 31 Grad.
am Freitag. Rund um die Alpen ein paar Schauer und Gewitter, draußen nur einzelne. Die Temperaturen ändern sich wenig, im Norden ist es super sonnig. Am Samstag im Osten Sonne und Wolken, von Westen aufkommende Schauer und Gewitter bei 22 bis 32 Grad. Im Osten Österreichs bleibt es noch am längsten freundlich und hier können vielleicht noch mal 33 Grad erreicht werden. Am Sonntag ist die Front schon wieder durchgezogen, danach stabilisiert sich das Wetter wieder. Die Temperaturen ein bisschen gedämpfter, aber weiterhin auf hochsommerlichem Niveau. Und am Montag setzt sich dann aller Voraussicht nach wieder die Sonne durch, die Temperaturen steigen an. Am Dienstag ist es dann wieder knüllerheiß, vor allen Dingen im Osten Österreichs bis zu 37 Grad. Im Südwesten tauchen die ersten teilweise kräftigen Schauer und Gewitter auf, die dann am Mittwoch, Stand der Dinge derzeit, erneut über uns hinwegziehen. Davor sehr heiß, dahinter eine Abkühlung mit mäßiger Hochsommerwärme bzw. Hitze. Die Ensembles. Wir starten auf einem sehr hohen Niveau im Norden, gehen ein bisschen runter, dann nächste Woche noch mal rauf und dann runter auf 20 bis 25 Grad. Vermehrt kommt es zu Schauern und Gewittern. Im Westen 30 Grad, 30 Grad, dann 25 Grad, wieder 30 Grad. Später absinken der Temperaturen am Ende des Vorhersagezeitraums das Mittel. Schaut mal, das liegt hier nur bei 22, 23 Grad und jetzt bei 30, 31 Grad. Da geht es also schon runter, immer mal wieder mit Schauern und Gewittern. In der Mitte ähnlich, alles so knapp 30, dann knapp über 20 Grad am Ende des Vorhersagezeitraums. Im Osten alles nahe 30 Grad, bleibt lange Zeit so, geht sogar auf über 30 Grad, später auf um und unter 25 Grad mit nur einzelnen Schauern und Gewittern. Der Süden ist sehr ausgeprägt, was die Niederschläge angeht. Schubweise kommt es da immer wieder zu Schauern und Gewittern. Es bleibt schwül und lange Zeit warm bis heiß und hinten raus gehen dann die Temperaturen zurück. Fürs Schweizer Mittelland in Aarau gilt das Gleiche. Erst einmal heiß, schwül und gewittrig und am Ende gehen die Temperaturen ein bisschen runter. Im Osten Österreichs bzw. im Südosten, hier in Eisenstadt, das ist die 30 Grad, das ist die 40 Grad Linie. Schaut mal, wie weit das wieder rauf geht, auf um die 35, fast Richtung 40 Grad bis hinten raus. Der Hauptlauf geht Richtung 40 Grad, das Mittel dann mal auf unter 30 Grad zurück. Ab und zu gibt es ein bisschen erfrischenden Regen, aber der macht es eigentlich fast eher noch dampfiger. Und jetzt noch der Blick auf die erweiterte Mittelfrist, das Mittel der Berechnungen für den 7. August. Da haben wir nochmal den Aufbau eines Rückens im Vorfeld dieses Tiefs. Das heißt, hier diese Linie, die minus 10 Grad Isotherme, wölbt sich auf und damit die Hitze. Da kommt dann nochmal in der nächsten Woche, haben wir gerade gesehen, ein Schub. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel ist es bei uns teils deutlich zu warm. Dann bläht sich das Azorenhoch mit seinem Keil wieder auf. Gleichzeitig wird der gesamte Nordmeerbereich immer stärker vom Tiefdruck beeinflusst. Das Geopotential sinkt da ab, die Westströmung kommt in Gang, die Temperaturen gehen bei uns zurück, die minus 10 Grad Isotherme geht Richtung Alpen, die 15 Grad Isotherme minus kommt immer näher und in 1500 Meter Höhe sinken die Temperaturen innerhalb von einer Woche im Mittel um rund 5 Grad. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel sind wir dann im langjährigen Mittel. Die Linie verläuft über Deutschland, im Südosten Tacken wärmer, im Nordwesten ein Tacken kühler. Apropos Tacken kühler. Ich verabschiede mich jetzt für den heutigen Tag und gehe dahin, wo es dann auch ein bisschen kühler ist. Freue mich sehr darauf. Habt einen wunderbaren Hochsommertag. Genießt ihn, ist einer der schönsten Tage dieses Sommers und damit des Jahres in Sachen Sommerwetter. Und ich sage bis morgen.